Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem dritten Teil unserer Videoreihe Führungskonzepte. Im Konkreten beschäftigen wir uns in dieser Folge mit dem Führungskonzept Management by Results. Dieses Führungskonzept zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es hier ganz klare Zielvorgaben gibt, also zu erreichende Ziele, welche seitens der Führungsebene vorgegeben werden. Diese können sich beispielsweise auf den Umsatz oder aber auch auf Stückzahlen, also auf Absätze in Stück konzentrieren bzw. als solche definiert werden. Und bei diesem Führungskonzept geht es eben rein um die Zahlenorientierung und hierbei wird der Ansatz verfolgt, dass die laufende Kontrolle besser ist als das Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern. Aus diesem Grund handelt es sich hierbei eben oder werden diese Zielvorgaben eben je nachdem, ob Umsätze oder zu verkaufende Stück oder ähnliche Varianten in regelmäßigen Abständen durch die jeweilige Führungskraft in Unterstützung im Regelfall mit dem Vertriebscontrolling überprüft und kontrolliert, inwieweit man auf Zielerreichung ist, ja oder nein. Befindet man sich hier nicht auf Zielerreichungskurs, dann werden hier sehr schnell und frühzeitig Gegenmaßnahmen getroffen, um eben wieder auf die Zielerreichung hinzukommen. Die große Gefahr bei diesem Führungskonzept Management by Results liegt darin, dass bei unrealistischen Zielen, also wenn die Umsatzvorgaben deutlich zu hoch sind und die Wahrscheinlichkeit, dass diese erreicht werden, sehr, sehr gering ist, dann führt es bei zahlreichen Mitarbeitern eben dazu, dass die Mitarbeiter nicht mehr motiviert sind, also zu einer sogenannten Demotivation. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres dritten Teils, unserer sechsteiligen Videoreihe Führungskonzepte angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Businessfrei.